Hallöchen meine Lieben, ich begrüße euch zu diesem Video und möchte euch meine Bücher zeigen, die ich mir rausgesucht habe für die Litlove. Denn auch dieses Jahr gehe ich zur Litlove wie im letzten Jahr. Vielleicht habt ihr das Video dazu schon gesehen oder mein Ankündigungsvideo, das ich dazu gedreht habe. Denn ich bin in diesem Jahr wieder auf der Litlove. In diesem Jahr mit meiner Cousine, denn es ist das Geschenk für sie, das ich ihr schenke und ich freue mich riesig darauf. Wir werden hoffentlich eine Menge Spaß haben. Vorab habe ich mich natürlich informiert, welche Autoren kommen, beziehungsweise vor allem Autorinnen und welche Bücher könnte man denn lesen, beziehungsweise habe ich vielleicht zufällig schon gelesen. Und das ist ein kleiner Stapel geworden. Ihr werdet gleich merken, davon ist noch nicht alles gelesen. Aber zum Teil. Zum einen wäre da Adriana Popescu, Mein Sommer auf dem Mond. Ich habe dieses Buch geliebt und wenn ihr meinen Dienstagsvlog dazu gesehen habt, dann ja, habt ihr auch alle Emotionalität und dergleichen miterlebt. Ich freue mich riesig, Adriana Popescu nun mal endlich live zu erleben, quasi ja, live 3D und in Farbe und zum Anfassen so ungefähr. Und lasse mir gerne dieses und auch andere Bücher von ihr signieren. Genau, wie gesagt, dieses Buch habe ich schon gelesen. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Im März ist es, glaube ich, erschienen. So wie auch das neueste, aktuellste Buch von Anne Freitag. Ich habe es ja direkt dann auch gelesen. Es geht um Fritzi, Bastian, Tim und Sarah. Die vier Jugendlichen treffen sich auf Rügen in einer Reha-Klinik oder in einem Haus für psychisch auffällige Kinder. Man erfährt eigentlich gar nicht so sehr von Anfang an, was jeden so umtreibt, sondern erlebt es eher in Kontakt mit den anderen, in Kommunikation mit den anderen. Und ich finde es sehr, 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 sehr gut geschrieben. Ich habe es verschlungen. Auf jeden Fall auch ein neues Herzensbuch ist es geworden. Und wie gesagt, ich freue mich riesig, die Autorin bald zu treffen. Wer mich schon ein bisschen verfolgt, der weiß auch, was für ein Drama dieses Buch schon mit mir gemacht hat oder ich mit diesem Buch. Egal wie rum, ohne ein einziges Wort von Rosie Walsh. Ich habe mir dieses Buch gekauft, ohne zu wissen, dass die Autorin auf die Litlove kommt. Ich dachte einfach, das könnte ein Buch für mich sein. Denn es geht um Sarah und Eddie. Eddie ist ein, ja, erstmal Fremder für Sarah. Die beiden lernen sich kennen, verstehen sich sehr gut und plötzlich verschwindet Eddie. Recht viel mehr kann ich euch nicht sagen und weiß ich auch noch gar nicht. Denn ich habe dieses Buch mehrfach mittlerweile angefangen. Das Lesezeichen steckt im Moment bei Seite 32. Ich habe keine Ahnung mehr, was auf diesen ersten 32 Seiten passiert und werde es auch nochmals von vorne beginnen müssen. In meinen Dienstagsvlogs, wie gesagt, kriegt ihr das ganze Drama mit und das Ausmaß des Ganzen. Es haben sich einfach Bücher dazwischen gedrängelt und aus irgendeinem Grund konnte mich dieses Buch nicht so packen, dass ich es sofort lesen wollte und herausfinden wollte, was mit Eddie passiert ist. Dennoch gebe ich nicht auf und möchte, wenn möglich, noch ein paar Seiten vor der Litlove darin lesen. Möchte allerspätestens nach der Litlove dieses Buch beenden und ja, ihr kriegt es dann hautnah mit. Als nächstes Buch kann ich euch zeigen, Das schönste Mädchen der Welt. Ich weiß leider immer noch nicht, wie man diesen Autor ausspricht. Michel Bierbeck oder so ähnlich. Er ist der einzige Herr, also Autor, der zur Litlove kommt unter den ganzen Frauen und Autorinnen. Ich bin sehr gespannt, wie er sich verhalten wird und ob er nicht überfordert ist von so vielen Frauen. Aber was ich sagen kann, ich liebe dieses Buch. Ich glaube, ich habe noch keins seiner Bücher beendet. Ich hatte oder habe aber schon mehrere davon besessen. Es ist wahnsinnig gut geschrieben, vielleicht auch genau der richtige Zeitpunkt, ich weiß es nicht. Es dreht sich auf jeden Fall um einen Musiker, beziehungsweise auch eine Band, die es mal gab und auch ja, ich sag mal, Beziehungen und Kontakte in der Band, die sich aber ein Stück weit auch auseinandergelebt haben, beziehungsweise man weiß noch nicht ganz genau, was alles passiert ist. Ich zumindest nicht, auch wenn ich in Anführungszeichen nur noch um die gut 100 Seiten zu lesen habe und ich freue mich so sehr, das gleich zu Ende zu lesen. Abgesehen von Mädchen und Liebe und Band geht es auch natürlich um Musik und da besonders um Prinz. Prinz ist in diesem Buch dann aktuell gerade verstorben und die Nachricht bedrückt die ganzen Bandmitglieder bzw. bringt sie auch ein Stück weit wieder zusammen und bringt auch bestimmte Dinge wieder ans Tageslicht und ich finde es sehr, sehr schön, diese enge Verknüpfung mit einem, ja, mit einem Star und auch dieses Hinterherfiebern und auch, ich sag mal, Konzertliebe und dergleichen. Ich finde es fast schade, dass ich das nie hatte oder bisher nie habe, so ein richtiger Fan zu sein von jemandem, dass ich irgendwie jemandem hinterherfliegen würde, um den live auftreten zu sehen. Aber ich, ja, mit diesem ganzen Musikthema kann ich mich gut identifizieren. Und deswegen, ja, ein sehr schönes Buch. Also ich mag es sehr, sehr gerne und ich muss sagen, vielleicht wäre ich nicht darauf aufmerksam geworden, wenn das jetzt nicht gerade das aktuellste Buch des Autors wäre.
der eben zu Little kommt. Und das ist fast schon schade, aber muss ich so gestehen. Es folgen noch zwei. Eigentlich wollte ich mir sogar noch ein drittes, das jetzt folgen würde, kaufen. Habe ich aber noch nicht getan und werde ich vermutlich auch nicht mehr schaffen bis zu Little. Auf jeden Fall geht es noch um Bettina Storks, das geheime Lächeln. Ich muss euch eben hinten drauf vorlesen, was drauf steht, weil ich tatsächlich ein Stück weit nicht mehr erinnern kann, worum es genau ging. Eine Großmutter, die liebt, eine Mutter, die schweigt, eine Tochter auf der Suche. Als die Journalistin Emilia Lukin bei einer Auktion das Gemälde einer jungen Frau entdeckt, meint sie, in ihr eigenes Spiegelbild zu blicken. Kann es sich um ihre Großmutter Sophie handeln? Um deren extravagantes Künstlerleben in Paris der 1930er Jahre ranken sich wilde Gerüchte. Emilias Mutter Pauline aber hüllt sich in Schweigen. Emilia lässt das traurige Lächeln auf dem Porträt nicht mehr los und so folgt sie dessen Spuren in die Provence und nach Paris. Dabei gerät sie tief in die Geschichte einer leidenschaftlichen Frau, deren Leben auf geheimnisvolle Weise mit ihrem verknüpft ist. Ein wunderschöner und poetischer Roman von großer Intensität. Klingt nach einem herrlichen Roman. Ein bisschen klingt es, also ich habe jetzt sofort an, auch wenn es eigentlich ganz anders ist, aber ich habe sofort an, wie heißt denn der Film, Briefe an Julia gedacht. Irgendwie so dieses Hinterherreisen und dieses Suchen. Ja, ich freue mich riesig, in dieses Buch zumindest noch reinschnuppern zu können, um die Autorin dann, ja, wenn ich sie treffe, um ein bisschen schon was zu wissen oder vielleicht mich auch nochmal von der Lesung begeistern zu lassen der Autorin, weil das sind immerhin 475 Seiten. Die lese ich nicht mal eben an einem Abend. Trotzdem, wie gesagt, auch da freue ich mich sehr drauf, wäre ich eventuell auch nicht drauf gestoßen, wenn nicht die Autorin zu Little Love käme. Und zum guten Schluss eine wahrscheinlich alte Bekannte, Amelie Fried Paradies. Amelie Fried hat schon viele Bücher geschrieben. Ich bin so ein Stück weit groß geworden mit Taco und Kaninchen. Wer kennt noch Taco und Kaninchen? Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare, denn das ist mir gerade sehr spontan eingefallen. Auf jeden Fall geht es in diesem Roman, es steht gar nicht viel hinten drauf, darum. Eine Woche im Paradies, hier zählen nur sie und am Ende werden sie nicht mehr der gleiche Mensch sein. Vier Frauen, vier Schicksale und ein Todesfall, der neue große Roman von Amelie Fried. Ich hatte nur noch Paradies, also den Titel im Kopf und dass es irgendwie eine schöne Woche wird. Nicht mehr, dass auch ein Todesfall dabei ist. Okay, vielleicht ein bisschen tragikomisch, werden wir sehen. Auch dieses Buch wiederum hat über 400 Seiten und ich werde es nicht mehr vor der Little Love schaffen, es zu lesen. Beziehungsweise wenn nur noch eins, also entweder Amelie Fried, Rosie Bersh oder Bettina Storks. Ein herrlich buntes Cover. Ein bisschen coververliebt bin ich da schon. Und ich freue mich auch da, Amelie Fried live zu erleben. Ich habe von ihr vergleichsweise recht viele Talkshows oder ja, Fernsehbeiträge, irgendwas dergleichen schon mal gesehen. Aber live habe ich sie auch noch nicht getroffen und deswegen freue ich mich auch darauf sehr. Das waren meine Bücher für die Little Love. Schreibt mir gerne, welche euch so interessieren. Ich finde nämlich, der Rest ist relativ, ja, zu sehr Strandlektüre von meinem Gefühl nach. Hatte ich den Eindruck zumindest bei der Beschreibung der Bücher, die ich durchgelesen habe, oder zu historisch angehaucht. Und das ist einfach nicht mein Genre. Oder zumindest noch nicht. Ich habe mich da noch nicht reingefuchst oder reingefunden und hatte das jetzt im Moment auch nicht vor. Deswegen habe ich mich auf diese Bücher beschränkt und hoffe eben, wie gesagt, dass ich mindestens das eine werde ich noch beenden und vielleicht noch ein zweites, das ich schaffe. Und dann habe ich in Anführungszeichen nur noch zwei, die ich noch nicht gelesen habe. Genau. Aber wer weiß, wie es letztes Jahr lief, der weiß auch, dass ich im letzten Jahr hingefahren bin und gar keine Bücher kaufen wollte, weil ich habe ja genug Bücher. Und ich weiß nicht mehr, wie viel ich dann wirklich gekauft habe. Also ich bin mit mehr Büchern logischerweise heimgekommen, als ich hingefahren bin und habe mich tatsächlich auch von vielen überraschen lassen durch die Lesung. Und das fand ich sehr, sehr schön. Denn manchmal bringt einfach ein Autor mit der entsprechenden Intention, mit der er das auch geschrieben hat, wenn er es gut rüberbringen kann, bringt es so gut rüber, dass ich sage, doch, dieses Buch interessiert mich und das will ich lesen. Deswegen an dieser Stelle, also es kommen noch ein paar Infos natürlich danach, wenn ich die Bücher gelesen habe, zu den Büchern. Und auf der Little Love werde ich natürlich schauen, dass ich auch so ein paar Schnipsel mitfilmen kann, damit ihr auch ein bisschen was davon habt, falls ihr nicht kommen könnt. Genau. Ansonsten sehen wir uns hoffentlich auf der Little Love. Ich würde mich sehr freuen und seid gespannt, was ich bis dahin noch schaffe zu lesen. Ich bin's auch. Tschüss.